Wir schauen ein neues Hungrige Hugo Video an. Seven vs. Wild Start. Wir gehen rein. Let's go. Mach ich. Okay. Bleib bloß vorsichtig. Oh mein Gott. Die beste deutsche Mountainbikerin. Oha, hä? Ich bin Master Aries. Wir sind heute bei Jackass. Ding, ding, ding. Oha, was? Bro, niemals! Guck mal. Chat, ist das was? Niemals! Also ich weiß ja, dass er Fahrrad fahren geht. Ich habe auch neulich kurz mit ihm telefoniert, er war da auf dem Fahrrad. Auf dem Weg ins Casino, glaube ich. Bro, als ob er ein Wheelie kann. Na, ging auch dabei. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Früher bin ich zum Freund gegangen und er war nicht zu Hause. Und ich musste gottlos kacken. Die Option war nicht nach Hause zu gehen. Dann habe ich in seinen Hausflur gekackt. Warum? Ich hatte aber auch, ich habe einen Freund, der war auch mal davon überzeugt, dass aufs Klo gehen, ne, scheißen, draußen in der Natur halt 100-mal geiler ist als zu Hause. Also der war wirklich dann so ein Freilandgänger, ne? Aber Hausflur check ich gar nicht. Also Hausflur ist doch Licht alles, weißt du? Wenn du irgendwie draußen gehst, okay, aber Bro, Hausflur? Die Motorhaube in England, ja, das war nicht der Kollege, das ist so ein anderer, aber Motorhaube in England, die Geschichte existiert auch noch, ja. Draußen, du Ehrenloser! Und auf einmal kam er halt ja mit seiner Mutter voll einkaufen. Die sagte, welches ekelhafte Schwein hat hier in den Gang geschissen? Warte mal, wenn er die Geschichte so weitererzählen kann, heißt es ja, er war immer noch im Hausflur. Wie alt war er? Hä? Er macht den Hausflur, wartet dann da, oder es war vielleicht so, er ist gerade fertig und die kommen so timingmäßig. Aber was wäre das für ein Perfect Timing gewesen? Ich glaube eher, das war der Wartende. Willst du Games kommen, Eldos? Oder ich kann nicht. Ich glaube, die Tanzi und Skurrus kämpfen wieder. Orange Rush oder Tanzverbot? Gewinnt diesmal. Digga, letztes Jahr wollte mich wirklich einer hauen. Er sagte, du hast meinen Vater in RP beleidigt. Okay, Roat, mit wem bist du da? Bro, du hast meinen Vater in RP beleidigt. Ey, ihr müsst euch. Gamescom, wirklich der Treff für alle RP-Streamer. Nach 300, keine Ahnung, 61 Tagen oder nach einem Jahr, alles, was sich angestaut hat an Beleidigungen in RP, trifft man sich endlich so in echt und auf der Gamescom wird dann das geklärt. Du hast vor 2 Monaten nicht nur mich ohne Sinn festgenommen, du hast auch meine Mutter und meinen Vater in RP beleidigt. Lass es jetzt mal ausprügeln, bitte. Genial, Digga. Ehrlich, genial. Aber ich glaube, die Gamescom wird ruhig. Warum sollte die Gamescom eskalieren? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen. Ich glaube, es gibt nie. Also, warum? Ich wüsste nicht, warum. Ich wüsste wirklich nicht, warum jetzt diesmal bei der Gamescom jemand sich prügeln sollte oder so. Stressen sollte. Weiß ich nicht. So, da. Abu, Weinberg. Bibi? Warte, was? Okay, Roat, mit wem bist du dann so da? Abu, Weinberg. Bibi? Boah. Körperlich dieses Gefühl. Oh, Jens sieht aus wie der Wikinger, aber halt dieser Techno-Wikinger, der ein bisschen außer Form geraten ist nach x Jahren, was auch völlig okay ist. Aber genau so sieht der aus, der gibt mir diese Vibes, Alter, auf dem Techno-Festival. Oder er legt sogar auf und hat irgendwie letzte Woche ein Feature mit Scooter von Donnerstag auf Freitag gedroppt, was New Music Friday Spotify-Playlist drin ist. Ich weiß auch nicht, warum. Du musst dich auch körperlich sieht so in dieses aus. Gefühl hineinversetzen. Bodycheck. Ganz kurz zum Formcheck. Bro, es sieht so. 13.02, jetzt werden die Haare rasiert. Perfekt. Lass dich's auch nicht beim Friseur machen. Look at this dude. Klasse, du fickst geil, oder? Ja, stabil. Wo ist er raus? Ist schon ein geiler Ficker. Wie fickst du so viel an? Viel auf jeden Fall. Frag deine Mom. Okay, Bro. Er ist auf Mutter gegangen. Wieland. Und das Krasseste ist, du kannst nichts sagen gegen Wieland, weil gib dem Typen 2 Monate Vorbereitungszeit und Training und er geht wieder in den Ring und boxt sich einfach weg. Ich schwör's dir. Leute machen sich über Rumatra, über Wieland witzig. Ich schweig. Der hat auf jeden Fall meinen Support. Ich finde, der ist ein bisschen zu viel in Frank Rosin verliebt. Okay, gebe ich ehrlich zu. Der Rest ist halt, da sage ich gar nichts.
Die Simpsons haben Tomata in Seven vs. Wild damals schon predicted, WTF. Sie nur die Fritz. Tomata sieht so aus, als würde er in Kanada nach minderjährigen Bären suchen. Bro! Rumatra sieht ein bisschen aus wie so ein Zeitwanderer. Ich glaube, so nennt man das. Also Rumatra hätte ohne Probleme auch schon viel früher leben können. Also von allen Aspekten. Wisst ihr, was ich meine? Wie denn? Zeitreisender. Ja, so ein Zeitreisender, meine ich doch. Habe ich Wanderer gesagt? Keine Ahnung, warum Wanderer. Aber guckt euch das nochmal an. Also es gibt ja manchmal so Bilder, die editiert sind, wo jemand aus der jetzigen Zeit in der Vergangenheit ist. Ich finde, wie lang könnte jemand sein, der von der Vergangenheit, also zu jetzt gekommen ist? Wieland meinte, so schwer ist das Ganze nicht. So schwer ist das alles nicht. Was meint er noch bei euch im Podcast? Oh mein Gott! Jeder sollte 14 Tage schaffen, außer man hat eine Behinderung oder so. Das wurde so aus dem Kontext gerissen. Jeder Mensch sollte das schaffen, wenn er nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Art von Behinderung hat. Bro, respektlos editiert, Alter, sag ich ganz ehrlich. Wenn ihr mit dem Rollstuhl sitzt, schafft ihr das ja nicht, hä? Das heißt, jeder, der vorher rausfliegt, hat eine Behinderung, Lobbyan. Bro, no front. Oh, just let me Wir sind heute im Heidepark. Super Wetter, gute Stimmung. Heute werden wir in die Fahrgeschäfte gehen. Präsident von Heidepark. Bruder, egal wo Marcel hingeht, er ist Präsident. Ich weiß auch jetzt schon, ich habe heute eine Instagram-Story gesehen. Marcel ist bei der Gamescom da am Donnerstag, ich glaube Halle 1. Der könnte eine eigene Halle haben. Eigentlich ab Halle 2 findet Gamescom statt. Nur am Donnerstag hat Halle 1 noch offen, weil Marcel da mit Gönnergy ist oder so. Das Level, das ist crazy. Komm hier, kriegst den Fickfinger zurück, hier. Alter. Wenn er mir den Mittelfinger zeigt, kriegt er ihn auch zurück, Alter. Spielen wir wieder Minecraft. Oh. Nein, jetzt geht's los. Drecksau. Das ist geil gemacht. Hey. Ganz kurz, Holzachterbahn, Chat. Wann seid ihr das letzte Mal eine Holzachterbahn gefahren? Ich wollte gerade nochmal sagen, im Europapark gibt es eine Holzachterbahn, die heißt, glaube ich, Wooden. Das sind die krassesten Achterbahnen, wenn du Rückenprobleme hast. Wenn Tim Gabel da einsteigt und Tim mit seinem Bandscheibenvorfall eine Runde fahren würde, er würde in seinem Leben nie wieder laufen. Also ich weiß nicht, wer die entwickelt hat, die sind so krass, wirklich so, also du kannst da mit Rückenschmerzen nicht mitfahren. Wenn du einen Nerv eingeklemmt hast, dann würde ich mitfahren, weil danach bist du vom, du brauchst keinen Chiropraktiker mehr. Das ist so crazy. Ich muss meine E-Zigarette wegtun. Nein, nein, einfach verziehen. Ey, Junge, doch. Bro, das ist... Also Wildwasserbahn habe ich schon richtig Bock. Der vorne sitzt, wird meistens richtig nass. Ist die Kamera wasserdicht? Ich hoffe, wir werden nicht so nass. A few moments later. Oh mein Gott. Adam, ist doch nicht schlimm, wenn du dich eingepinkelt hast. Oh Gott, den hat's ja übel erwischt. Holy shit, Mann. Ist auch mein Take, ich finde Wasserachterbahnen nicht geil. Ich fahre Wasserachterbahnen wirklich ungern. Ich finde, und da können jetzt wieder Leute so sagen, so ja, wein doch nicht deswegen rum. Der Geruch von dem Wasser ist widerlich, Digga. Also ist ja nicht mal geiles Wasser, mit dem du nass wirst. Das ist widerliches Wasser, was da einfach jeden Tag rumlungert, wo Achterbahnen durchfahren. Ich finde Wasserachterbahnen wirklich, also ich fahre alles lieber als das. Mensch, Adam ist so platschernass, seine ganze Technik ist im Arsch. Ja. Um 12 haben wir angefangen? Nee, halb 1. Nee, ich hätte gerade 12.30 Uhr oder so. Ist ja halb 1. Ah ja, stimmt. Aber habe ich das Gefühl, da wird es leerer. Wie spät ist denn das überhaupt, wenn deine Uhren, die du mir mal andrehst, auch mal funktionieren würden? Ey. Oh Mann, du hast gedreht. Nein. Oh Mann. Ich habe schon angelegt. Mann, Mark hat gemacht. Gedreht. So, auf entspannter Rino. Ladies and gentlemen. Hey, Mario, übertreib nicht, Mann. Mann, ey. Mamma mia. Ey, einfach die Tatsache, dass Marc daneben sitzt, macht es so gut, ne? Das ist einfach Marcel wirklich schlechter Einfluss, ja. Marc einfach spielsüchtig geworden im Heidepark. Seitdem ist auch bei Marc ganz schön, um ihn ist ganz schön ruhig geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, Marc ist wirklich ein bisschen spielsüchtig. Der hängt bestimmt gerade in den Slots irgendwo ab, im Online-Casino. Achtung, einmal ganz kurz. Ja, alles klar. So, dankeschön. Hier, kleiner Mann, kannst du haben. Gerne.
gehen ja Gerüchte rum, dass ich schlechter Einfluss für Adam bin, weil er zu viel mit mir abhängt. Jetzt hat er sich auch noch tätowieren lassen. Niemals. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Nein, das war ein Henna-Tattoo, oder? Chat, das ist ein Henna-Tattoo. Das ist nicht ein real, das ist nicht echt. Airbrush, ich dachte schon. Jetzt mal, Alter, nee, wobei jetzt wäre, ja, also, das ist wirklich, dann kommt Heisenberg noch hier drunter, dann hier noch was drauf, auf der anderen Seite hier noch eine Rolex-Krone und dann ist es fertig. Aber Marcel ist wirklich ein schlechter Einfluss für viele, weil er ist ein guter Freund, man hängt mit ihm ab und das schätze ich auch an ihm. Er lässt so dich an seiner Welt teilhaben, aber, da, also, ne, man muss schon jetzt bei Marc wirklich abchecken, ob da nicht schon ein bisschen jetzt ein paar Uhren mal draufgegangen sind für ein bisschen Tausender-Spins. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Gesichtstattoo folgt. Hi, jetzt werden Mütter gefickt. Wie viele Leute haben dich jetzt schon drauf angesprochen, dass du aussiehst wie Harry Potter? Ich? Ja. Niemand. Crispy Rob. Morgen fliege ich nach Tokio und ich habe gerade eben erfahren, dass Hungriger Hugo auch da ist. Digga, ich bin nicht Hungriger Hugo! Hungriger Hugo. Was läuft? Willkommen zum nächsten Bro. Video aus Tokio. Ja. Das verstehe ich immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Egal, man wird die Leute nie abholen können, ehrlich. Das sind so, eigentlich wünsche ich es mir, dass jeder weiß, dass Hugo und Hungriger Hugo zwei unterschiedliche Menschen sind, weil das so auch jetzt bei Events schon öfters vorgefallen ist. Wie, wisst ihr, was ich meine? Okay, lieber wieder schnell nach Deutschland. Bring mir eine Zahnbürste und Zahnpasta und putze ja, die Zähne auf. Bringt mir ein Ei und schlagt es gegen euren Kopf. War das so mäßig, Hugo sagt und der am langsamsten ist, fliegt raus und dann geht's einfach eine Runde weiter. Ich muss aber ehrlich sagen, manche Kollegen hier hatten krasse PC-Stühle, ne? Ja, war's so? Okay, geil, cooles Format. Aber mir sind die Gaming-Stühle aufgefallen, Leute sitzen wirklich bequem. Okay, hört mir jetzt zu, bringt mir eine Schüssel Kellogg's und dann macht ihr das alles. Meine Arme. Nicht der Stecker. Ich hab... Wir haben einen traurigen Verlust zu melden. Wow, zeig doch mal deine Mittelfinger. What the fuck? Länger als mein Schwach. What? Der rechte sieht normal aus, aber der linke... Was? Der hat mehr als zwei Knochen, ne? Holy shit. Hä, wie geht das? Digga, wie lang? Knossis letzte Vorbereitungen für die Wildnis. Hierher kommen alle Braunbären des Umlandes. Was geht denn diesem Hotel so bitte ab? Where are you from? Mit welchem Tier würdest du schlafen, wenn du mit einem schlafen müsstest? Bär. Wieso? Ich habe eine Freundin. Die ist ein Bär. Okay. Warum hast du mich betrogen, du scheiß Mistkerl? Jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich mal einen Salat reinballern? Juhu! Oh, scheiße. Ich Idiot. Machst du klein? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Machst du sauber, wenn groß ist? Die geht da nicht verkacken. Oh, was da, Digga. Guck mal da rechts. Bro. Ist doch nicht so, Alter. Nein, die ist auf dem Stein am Wasser. Geht die so? Weil du so schön bist. Ey, jetzt war noch... Die ist ziemlich hart. Also im Sinne von, die ist am Start, ne? Chat, hat sich jemand mit ihr auseinandergesetzt? Kennt sie jemanden ein bisschen besser? Die ist Jens Creep. Auf jeden Fall die Aktion. Weiß ich auch nicht, was bei ihm abgeht. Die ist übel hart. Coole Socke. Die ist krass. Die hält 14 Tage. Wer ist... Mit wem ist sie da im Team? Bro, mit wem ist sie im Team eigentlich? Weiß das jemand? Wildcarder. Okay, mit einer anderen Frau. Meint ihr, oh, du Trimax hier. Was? 1, 2, 3. Oh nein. Das ist wirklich alles schon einstudiert und genehm. ja. Ich glaube, Seven vs. Wild, die Vorbereitungstage und die Party, wenn alles vorbei ist, wird Wildchat. Wird auf jeden Fall wild, ne? Wer er ist? Er ist der Backup-Kandidat. Oha! What? Würdet ihr so ein Otter essen? Ist ein Fleischfresser. Sollte man tunlichst vermeiden. Oder ich schneide dich wie Thunfisch in Scheiben. Boah, warte,
Jan, Chat, wie heißt der? Jan Schlappen, Bruder. Jan Schlappen, ein richtiger Atze, Mann. Holy shit. Ey, Grüße gehen raus an Hugo, an das Team. Geile Übergänge. Also der eine Switch, also ich glaube, wenn Hugo das sehen sollte, der weiß ganz genau, der eine Switch war sehr geil. Mir hat auch die Achterbahnfahrt gefallen, so mäßig auf Stern. Wäre noch ein Blitz gekommen. Beste, gutes Video. Bei Willi frage ich mich wirklich, was los war. Rumatra, wieder im absoluten Sigma-Mode unterwegs gewesen. Hat mich gut unterhalten, Chat.